Hallo an alle Freunde des Campbaiting. Ich bin der Callcenter Crusher und im heutigen Video bringe ich wohl den Algorithmus aus dem Rhythmus. Der Anrufer sammelt so viel dummes Zeug, dass ihn eigentlich die Schweine beißen müssten. Ich wünsche euch gute Nerven und viel Spaß. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo, ich begrüße Sie. Guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Blomer? Bitte wem? Werner Blomer habe ich hier. Brümmer, ja. Blömer. Wie geht's, Herr Blömer? Danke, gut. Das freut mich. Mein Name ist Julian. Julian Becker. Möchte ich mit Ihnen gern kurz ein Gespräch führen? Wenn Sie Zeit haben, natürlich. Ja, die Zeit habe ich ja. Super. Ich sehe in meinem System, Sie haben schon mal Interesse gezeigt in der Richtung Online-Investitionen. Bin ich soweit richtig? Ja, das habe ich schon, ja. Okay. Schon mal damit Erfahrung gesammelt? Haben Sie schon mal investiert? Investiert habe ich noch nicht, nee. Okay. Ich möchte Ihnen gern die Handelsroboter vorstellen. Dieser Handelsroboter, was nutzen wir, um tägliche Gewinne zu erwirtschaften? Ja. Also, die Handelsroboter arbeitet mit Arbitrage. Sagt Ihnen etwas Arbitrage? Nee, sagt mir nichts. Okay, Arbitrage ist ganz einfaches Prinzip, wo ein Produkt kostet nicht der gleiche Preis in verschiedenen Läden und auf verschiedenen Marktplätzen. Wir kaufen dieses Produkt mit einem günstigen Preis zum Market A. Gehen wir bei Market B, verkaufen wir mit einem höheren Preis. Zwischen dieser Preisdifferenz erreichen wir risikolos einen Gewinn. Die gleiche Marke, Risikolos? ja, risikolos Gewinn. Einen Gewinn. Also im Prinzip ist es so wie ein Kaufmann und ein Händler, wo kauft eine Ware mit einem günstigen Preis und verkauft das weiter mit einem höheren Preis. Sie kennen das schon auch in Lebensmitteln. Überall, es gibt diese Preisdifferenz. Diese Preisdifferenz gibt auch bei Kryptowährungen, die Bitcoin und verschiedene andere Kryptowährungen kosten nicht den gleichen Preis in verschiedenen Marketplaces und der Kryptobörse. Zum Beispiel die Bitcoin kosten nicht den gleichen Preis zu Kraken, zu Binance, zu Bitpanda. Also gibt Preisdifferenzen dazwischen. Und unser System, unser Handelsroboter erkennt diese Preisdifferenz. Arbeitet mit 25 verschiedenen Marketplätzen und der Kryptobörse, wo man die Algorithmik von Kryptowährung kauft günstig, verkauft weiter teuer und da steht ein risikolos ein Gewinn. Also es gibt auch die Nachteile. Die Nachteile ist, sind nicht unglaublich große Gewinne, aber dadurch sichere Gewinne. Ja, wie viel Gewinne Das kann sind man die machen Geschäfte. damit? Das liegt, welcher Betrag füttern Sie diese Handelsroboter? Also, wenn hat mehr Kapital zur Verfügung, so wie mehr kann kaufen und verkaufen. Ja gut, Das heißt, aber der wieder. prozentuale Gewinn ist doch auch gleich. Also schon, das liegt so. Wenn Sie, wir haben drei verschiedene Startpakete. Das heißt, wenn Sie anfangen mit 1000 Euro, der Handelsroboter ist gefüttert mit 20 verschiedene Kryptowährungen. Das heißt, hat 20 verschiedene Mittel, wo kann kaufen und verkaufen. Also, wenn anfangen Sie mit 500 Euro, er hat nur 10 verschiedene Kryptowährungen und die Gewinne sind ein bisschen kleiner wie der erste Paket von 1000 Euro. Wie, Augenblick, das habe ich Also, nicht verstanden. Warum? Das hat doch nichts. Wie viel Kryptowährungen bieten Sie denn an? es gibt bis 8000 verschiedene Kryptowährungen. Aber wir schalten diese Handelsroboter mit ihrem Wünschepaket. Das heißt, wenn Sie anfangen mit 1000 Euro, wir laden diese Handelsroboter mit 20 verschiedenen Kryptowährungen, wo der handelt. Das entscheiden Sie selbst und dann mit einem Broker dazu. Und dann mit einem Finanzexperten. Ja Welcher gut. Kryptowährung müssen Sie dir handeln Ja, mit aber dieser das Handelsroboter? ist doch unlogisch, weil wenn man Wieder. mit 1000 Euro dann 20 verschiedene Kryptowährungen hat und Ja. mit 500 Euro nur 10,
dann ist ja die Chance Ja. auch wesentlich geringer. Warum schaltet man nicht, Also, ja, was? ja, weil, wie gesagt, verschiedene Pakete, verschiedene Gewinne Ende des Monats. Also, wenn Sie anfangen mit einem größeren Paket, so wie mehr Gewinne haben Sie Ende des Monats, weil er handelt mit mehr verschiedenen Mitteln, Gut. hat mehr Mittel zur Verfügung. Ja gut, aber das ist mehr Mittel ist ja das eine, aber das andere sind ja die mehreren Kryptowährungen, die Sie dann anbieten. Also die Sie Kryptowährung, müssten doch bitte. eigentlich bei allen Leuten, die einzahlen bei Ihnen, die gleiche Anzahl von Kryptowährungen zur Verfügung stellen. Weil Also es bei ja. ja, es geht doch nicht allein darum, 20, 10 und ich weiß nicht wie wenig. Der Punkt ist doch, man Also will doch den kompletten Kryptomarkt abbilden. die alle Kryptomarkt, das heißt Chance. Die Handelsroboter schalten wir mit ihrem Wünschepaket. Das heißt, wenn Sie anfangen mit 1000 Euro zum Beispiel, er hat 20 verschiedene Kryptowährungen. Das heißt, dieser Kryptowährung entscheiden Sie selbst, welcher Kryptowährung möchten Sie haben. Ja, und wenn man Zum noch nicht Beispiel, gehandelt hat, wie soll ja. ich das entscheiden? Da sind Sie doch die Fachleute. Also das mag auch die Handelsroboter automatisch. Also Sie laden dieser Betrag, hat 20 verschiedene Kryptowährungen zur Verfügung und fangen zu handeln. Also fangen zu kaufen und zu verkaufen. Das mag selbstständig dieser Handelsroboter. Ja, und wenn der Also, sich nur wie die gesagt, falschen 20 aussucht, zum Beispiel? Sie haben also gesagt, die Sie Händler. haben gesagt, ich soll entscheiden, welche Kryptowährungen da reinkommen. Ja. Aber ich weiß doch gar nichts über Krypto. Deswegen holt man sich im Okay, der Normalfall einen Broker. dann bekommen Sie Tipps von den Broker und über die Finanzexperten und dann die Handelsroboter nehmen das automatisch. Also Sie müssen sich da keine Sorgen machen, weil im Nee, Endeffekt, Augenblick, Sie haben sich da gerade ein weil bisschen ja. widersprochen. Sie haben gesagt, Also Sie haben schon gemeint, wenn dieser Handelsroboter die falsche Kryptowährung nimmt. Also es gibt keine falsche Kryptowährung oder sonst was, ja, weil aber es gibt nur 20 bei Ihnen. Das ist wenig. also 20, das heißt, dieser 20 entscheidet, wie viel Gewinne hat Ende des Monats. Also Ja, aber den hat größte Paket, wenn er so die wie mehr falschen hat. nimmt, dann entscheidet er sich wahrscheinlich Also für die es gibt falschen. keine falsche. Also Ja, es doch, gibt haben Sie keine doch gerade falsche. gesagt. Es gibt nur Es gibt 20 keine. und lassen Sie mich doch mal ausreden. Ja, Sie bitte. haben gesagt, es gibt 20, man kann zwischen 20 Kryptowährungen wählen. Und wenn da Ja. nun die Erfolgversprechen nicht dabei sind, dann hat man Ja. doch automatisch die falschen. Also, wie gesagt, wir hängen nicht fest über Bewegung, Steigen oder Fallen dieser Kryptowährung. Aber wir nutzen diese Preisdifferenz. Kaufen wir von einem Das Marketplatz, hat sie verkaufen schon wir weiter. gesagt. Darum geht es doch auch Ja. gerade nicht. Okay, also die Erfolg von Kryptowährung hängen wir nicht fest. Das hat sie auch mehrfach gesagt. Aber das Problem ist ja, dass sie eventuell die falschen Kryptowährungen in ihrem Portfolio haben. Also das spielt keine Rolle. Doch, natürlich. Also es spielt keine Rolle, weil im Endeffekt hat eine Preisdifferenz in dieser Ja, Kryptowährung. Also nehme ein Beispiel, es ist eine neue Kryptowährung rausgekommen. Ich nehme einen Namen A-Kryptowährung. Und diese A-Kryptowährung zum Beispiel hat Kraken und Binance in Angebot. In Binance haben sie 1 Euro, in Kraken haben sie 1 Euro und 20 Cent. Also sie kaufen bei 1 Euro, verkaufen sie weiter. Bei 1,20 Euro haben sie 20 Euro Gewinn. Also das ist die Ich verstehe Sie Kryptowährung ist leider am gar Start. nicht. Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung. Aber der Fakt ist ja wohl, dass Sie sagen, Sie haben 20 Kryptowährungen. Und Ja. wenn die 28. oder 33. Kryptowährung eigentlich erfolgversprechend ist und die gar Ja. nicht auswählbar ist, dann frage ich mich, wieso?
Also, wie gesagt, das spielt keine Rolle, weil Doch, im natürlich spielt Endeffekt. das spielt eine große Rolle. Okay, erzählen Sie mir, was für eine Rolle spielt hier? Das habe ich Ihnen doch jetzt mehrfach gesagt. Sie haben nur Also, 20. das Sie, gibt keinen Sinn. Ja, also, doch, das gibt keinen Sinn. das ergibt einen Sinn. Stellen Sie sich vor, Okay, und was ist Ihre Sinn? lassen Sie mich doch einfach mal ausreden, Menschenskind. Sie fallen mir Okay. permanent ins Wort. Okay, beruhigen Sie es mal. Machen wir ein nettes Gespräch. Ja? Ja, wenn Sie mir Also. nicht dauernd ins Wort fallen, dann wird das auch ein nettes Gespräch. Aber Sie sollten Okay, mich super. ausreden lassen. Wenn Sie Fragen stellen, dann warten Sie die Antwort ab. So, Okay. also, jetzt stellen Sie Bitte. sich vor, Sie wollen ein Auto kaufen und Ja. es gibt 20 Autofirmen, von denen Sie was Okay. kaufen. Es gibt aber wirklich 100 Autofirmen. Wie können Sie ein Abbild des kompletten Automarktes darstellen? Können Sie gar nicht, Okay. weil Sie haben nur 20 Automarken im Angebot. Ja. Ja, Also, und das macht Sie haben genau den 20. Unterschied. Sie haben nur 20. Also, Ja, eben. schauen Sie, Dann können Sie den kompletten Kryptomarkt gar nicht abbilden. die Prinzip ist, wir haben dieser Paket erschaffen und die Gewinne zu vergleichen. Das heißt, mehr Mittel, mehr Gewinne, Ja, aber Sie vergleichen doch mehr. nur die 20 Marken, die Sie haben. Und dabei gibt es wesentlich mehr. Ja, das gibt auch mehr. Ja, Ja, wenn eben. Sie angefangen, wenn Sie angefangen mit Autohändler, also eine Mercedes kostet eine C-Klasse, die neue. Also Sie kaufen das, die gleiche Auto in verschiedenen Händler, ja. Also eine bietet einen günstigen Preis, die andere gibt einen höheren Preis. Also eine Mercedes kostet Ich glaube, teuer. Also Sie auch verstehen, eine Golf es geht nicht 1. um den Preis. Es geht darum, dass Sie nur 20 Kryptowährungen anbieten, obwohl der Markt Ja, viel mehr Kryptowährungen anbietet. wenn Sie mehr dafür haben, müssen Sie auch, können Sie mehr eingeben. Also das heißt, ich habe nur ein Startpaket bei Ihnen erzählt, das heißt, dieser drei Startpaket sind von 1.000 €, 500 und 250. Also wenn Sie möchten mehr dafür haben, Sie haben auch mehrere Pakete. Also wenn Sie möchten Nein, mehr anfangen und können Sie ich auch mehr glaube verdienen. es. Sie können auch mit einem Bitcoin handeln. Also Sie können diese Handelsroboter füttern mit einem Bitcoin. Ja, Sie handeln nur mit einem Bitcoin. Und Sie wissen schon, die Bitcoin gibt eine Preisdifferenz von 20 bis 100 € von einer Krypto-Exchange zu der nächsten Krypto-Exchange. Und pro Transaktion erreicht zwischen 20 bis 100 €. Ich glaube, wir missverstehen uns da komplett. Sie bieten nur die 20 an. Und mehr haben Sie nicht im Angebot, obwohl es wesentlich mehr Kryptowährungen gibt. Warum kann man nicht mit dem Geld, was man einzahlt, egal wie Also, viel, lassen mich ausreden. bitte. Sie bieten nur 20 Kryptowährungen an, obwohl es wesentlich mehr Kryptowährungen gibt. Wie soll man dann sicher sein, dass da die vernünftige Kryptowährung dabei ist? Es gibt vielleicht Kryptowährungen, die wesentlich mehr Ja. Potenzial haben und Sie bieten das gar nicht an. Das ist meine Frage. Also, wir schauen Sie, Sie haben auch das falsch verstanden. Ja, Also, Sie haben die es falsch Pakete. gesagt. Ja, die Paket 1.000 € hat zur Verfügung 20 verschiedene Kryptowährungen. Dieser 20 verschiedene Kryptowährungen, sagen Sie mir, ich möchte mit dieser und dieser Kryptowährung haben. Okay, laden wir diese Handelsroboter mit dieser Kryptowährung, was haben Sie entschieden? Ja, und wenn Sie nicht viel dazu wissen, also ein Finanzexperte wird Ihnen Tipps geben, also Dogecoin, Solana hat Potenzial dieser Monat. Was halten Sie davon? Füttern wir diese Handelsroboter mit dieser Kryptowährung? Ja, sagen Sie. Und das nimmt auch die Systeme automatisch, wählt die Kryptowährung und nimmt auch automatisch die Kryptowährung. Also Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten. Ja, aber dann müssen es ja wesentlich mehr Kryptowährungen sein als 20. Also die Paket haltet nur 20%, 20 verschiedene Kryptowährungen.
Also, Ja, wenn haben Sie hallo, mehr hallo, hallo, Kryptowährungen? hallo. Ja. Ja, Mann. Es gibt, aber ich glaube, es Ja. ist, das führt irgendwie zu nichts. Ich möchte ja bitte den kompletten Kryptomarkt abgebildet haben. Die Wahl haben aus dem kompletten Kryptomarkt. Und das sind mehr als Ja. 20. Und Sie sagen, ich kann nur Ja. 20 wählen. Okay, dann wähle ich diese 20. Aber aus welchen Kryptowährungen kann ich dann wählen? Sind das alle Kryptowährungen? Also Sie können nicht handeln mit 1000 Euro mit einer Bitcoin. Also die Bitcoin können Darum Sie geht es nicht doch gar haben nicht. Ich habe dazu. was anderes gefragt. Also wie gesagt, schauen Sie, noch etwas. Also wenn Nee, Sie dieser erstmal die Fach. Frage beantworten, die ich gestellt habe. Bitte nochmal. Verstehen Sie irgendwie kein Deutsch? Ich verstehe ganz Ja, gut ich habe Deutsch. Sie gefragt, ob Sie in den, Sie bieten alle Kryptowährungen an, haben Sie gesagt. Ja. Und ich kann mir 20 davon aussuchen. Ja. Okay, dann ist es, Sie haben gesagt, Sie bieten nur 20 Kryptowährungen an. Nein, in diesem Paket bieten Sie nur 20 Kryptowährungen an. Das heißt, Ganz richtig. Sie bilden also den kompletten Kryptomarkt ab. Mit allen Ja, Kryptowährungen. ganz richtig. Ja gut, das haben Sie Aber aber nicht gesagt. Das. noch etwas. Also mit die 1000 Euro Paket, was haben wir vorher gesprochen? Sie können nicht handeln mit einer Bitcoin. Also Darum Sie geht's können handeln doch mit, auch gar nicht. Sie Das war ja handeln gar mit nicht die einem Stück Frage. von Bitcoin. Das war Ja, doch gar nicht die Frage. die Frage habe ich beantwortet. Ja, Das war gut, nur eine okay. Information dazu. Also eine Information dazu, weil im Endeffekt, wenn Sie handeln mit 1000 Euro, Sie können mit einem Stück von Bitcoin handeln Richtig. und nicht die ganze Bitcoin. Das habe ich Also auch nie gesagt. wenn Sie nehmen dieser Paket von 1000 Euro, dann füttern wir diese Handelsroboter mit die Kryptowährung, was kostet 100.000 Euro. Ja, mit Und dann Anteilen. mit einem Stück von dieser, was kostet mehr. Genau. Und dann mit einem Stück von Ethereum, mit einem Stück von Bitcoin und so weiter. Ja, gut, das ist klar. Wenn einzelnen Kryptomünzen teurer sind, dann kann man für 1000 Euro keinen kompletten Ja. Coin kaufen. Ja, natürlich. Okay, gut. Bis jetzt haben Sie alles verstanden, glaube ich. Ja, Sie haben es ein bisschen kompliziert erklärt und die Okay. wichtigsten Sachen weggelassen. Aber okay, gut. Okay. Noch Frage dazu? Ja, naja, gut, ich hab sicherlich noch einige Fragen. Okay. Wie heißt denn Ihre Firma? Das haben Sie noch gar nicht Algorithmic erwähnt. Crypto. Bitte? Algorithmic Crypto. Und das ist Ihr Portal dann auch? Also ja, unser Portal heißt algorithmiccrypto.co.uk. Wir sind Können Sie es in mal verschiedenen. buchstabieren? Ja, selbstverständlich. Eine A wie Anton. Ja. L wie Laura. Ja. G wie Gustav, Ja. O wie Otto, Ja. R wie Richard, Ja. I wie Ida, Ja. T wie Theodor, Ja. H wie Heinrich, Ja. M wie Maria, Ja. I wie Ida, Ja. doppelt die C wie Cäsar, zweimal die C. Ja. R wie Richard, Ja. Y, Ja. P wie Patrick, Ja. T wie Theodor, Ja. O wie Otto, Ja. Punkt CO Punkt UK. Punkt CO. Okay, dann. Punkt UK. Naja, Ulrich Kaufmann. das heißt doch nur, dass es in England liegt. Ja, ganz richtig. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal. Schauen So, wir. Sind Sie bei wo? der Seite? Ich mach's gerade auf. Okay, super. Dann können wir auch ein Demokonto eröffnen. Das ist kostenlos. Nur zu sehen, wie das Ganze funktioniert, wie der Handelsverbot arbeitet. Und mit welcher Kryptobörse sind wir verbunden? Also, wir sind mit 25 verschiedenen Kryptobörsen verbunden. Vielleicht sagt Ihnen etwas Binance, Kraken, Bitpanda, Also Coinbase, Lavang. ich habe gerade jetzt mal Ihre
Augenblick, das müssen wir jetzt nochmal machen. Okay. Irgendwas hat da nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Haben Sie die Seite geöffnet? Ja, Alle hinein ich traded. versuche es gerade. Okay. Ich versuche Darf ich es noch mal gerade. buchstabieren? Vielleicht haben Sie etwas Falsches geschrieben. Ich versuche es nochmal. Oder mag ich So. Ihnen leichter, Nee, wenn ich Sie hab's. Wurzeln Jetzt habe ich haben? es gefunden. Jetzt habe ich es Super. gefunden. Das ist eine blaue Seite. Ja. Okay. Es ist rechts ein Handy mit Logo von Bitcoin, Ethereum. Alle in eine Trading-Plattform. Ja, das ist Super. richtig. So, Super. dann Haben schau Sie mal. da eine Kiste, wo steht, geht starten? Muss ich gerade noch mal gucken. Ich schaue gerade erstmal. Okay, schauen Sie in Ruhe, wenn Sie Frage dazu haben. Ich bin hier. Nö, hier gibt's get started. Ach so, Ja, ja, klar gibt es. super. Aber mal eine Frage dazu. Bitte. Ihre Plattform, wie erfahren ist denn Ihre Plattform? Wie alt ist Ihre Plattform denn schon? Sind Das Sie ist nicht erfahren? so alt. Also, das ist nicht so alt, weil das ist ganz neu in dieser Bereich. Wo anbieten wir diese Handelsroboter? Ja, also, wir sind ein größeres Unternehmen, bieten wir verschiedene Möglichkeiten bei uns, Ja, wie alt ist sie denn automatisch, nun? manuell. Dieser Jahr ist gebaut. Dieses Jahr. Ja. Dann können Sie ja keine erfahrene Plattform sein, so neu. Also wir sind auf der Suche, neue Kunden bei unserem Unternehmen mitzuladen, zusammenzuarbeiten, im Endeffekt gemeinsames Interesse ist. Ja, okay. Also wir Und sind ganz neu ihr in diesem Sitz, Bereich. ja, ich sehe es da gerade. Okay, und ihr Sitz ist in Großbritannien? Ja, ganz richtig. Ja. Okay, aber Sie rufen nicht aus Großbritannien an, oder? Ja, und mit einer Kundennetznummer. Das ist eine österreichische Nummer. Ja, und Das warum stimmt. rufen Sie nicht mit, Also, lass mich doch, also. warum rufen Sie dann nicht mit einer UK-Nummer an? Also über die Kosten. Also, wenn ich Ihnen anrufe mit einer englischen Nummer, Sie brauchen auch etwas zu zahlen Nein, das dafür. stimmt nicht, das ist Blödsinn. Als Also Angerufener fach. wird, da lasse ich, also das ist der größte Blödsinn, den man hört. Wenn man angerufen wird, muss man nie etwas bezahlen. Das ist der größte Blödsinn. Also paar Kunde haben mir schon das gesagt und Das ist deswegen nutze ich Blödsinn, diese völliger Nummer. Blödsinn, völliger Blödsinn. Ja, in Ihre Augen kann das sein. Ja, Also in es meinen ist völliger Augen ist ganz Blödsinn. normal. Also bei meinen Augen ist ganz normal. Da unten haben Nein, Sie auch unsere Nummer. ja, nein, das ist völliger Blödsinn. Wenn man angerufen wird, bezahlt man Warum ist nie. das Blödsinn, Das sage ich wenn Ihnen ich doch gerade, wenn frage? Sie mich mal ausreden lassen würden. Wenn man Bitte. angerufen wird, bezahlt man nie für einen Anruf. Nie. Doc, es Nein, zahlen. nein, ist nicht so. Es ist Doc. Ich In welchem Land bezahlt man denn, wenn man angerufen wird? Erzählen Sie mir das mal. in verschiedenen Ländern, Ja, in welches denn? Österreich, in Deutschland, Nein, das in stimmt so nicht. weiter. Nein, das stimmt Das nicht. stimmt. Ich habe auch gewohnt in Deutschland, auch in Österreich. Und mein Vater Nein. und meine Mutter, wann hat mir angerufen von Nein. England, hat Das ist etwas Blödsinn, bezahlt, was Sie ich auch. erzählen. Als Angerufener bezahlt man nie. Nie. Okay, ich gebe Ihnen recht. Ja, Okay, ich machen weiß, Sie dass ich weiter. recht habe. Ja, natürlich. Die Kunde hat immer recht. Also machen wir weiter. Ja, ne, das weiß ich noch nicht so genau. Okay. Also sind Okay. Sie in Großbritannien. Warum haben Sie dann jetzt eine österreichische Nummer? Wer Haben Sie hat da alle Filialen österreichische oder wo? Nummer? Also ich benutze diese Nummer immer. Das ist meine persönliche Nummer, wo rufe ich meine Kunden. Also eine private Nummer. Warum rufen Sie nicht mit Das einer ist nicht Firmennummer an? private Nummer, das heißt, ich benutze nur diese Nummer, nur Kunden zu anrufen. Ja, aber das Zu heißt merken, ich bin der Julian. ja, aber der Punkt ist, Sie haben gesagt, das ist Ihre private Nummer. Sie sollten doch eine Firmen. Kundennetznummer. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden, meine Herren. Ist ja schlimm bei mir Ihnen. Sie sind in Großbritannien und rufen mit einer Super. österreichischen Nummer an. Ja. Sie wissen schon, dass das in Deutschland verboten ist.
Das ist nicht verboten. Doch ist es. Okay, warum ist? Nach dem Telekommunikationsgesetz seit dem 1.12. letzten Jahres ist es verboten, mit einer Nummer aus einem Land anzurufen, in dem man nicht ist. Sie sind in UK, in Großbritannien, da müssen Sie mit einer Okay. Nummer anrufen aus Großbritannien. Das Ich kann heißt, Ihnen auch rufen mit einer englischen Nummer. Mir ist es schon wurscht, wenn Sie das das möchten. ist Ihnen wurscht, aber das ist erstmal nicht gerade seriös. Okay. Gut, alles klar, dann wissen wir so schon mal. Gut, Sie sind also ein Finanzdienstleister. Richtig? Stimmt. Ja, Stimmt. wo sind Sie Eine denn? Accountmanager, wo ich kann Ihnen helfen, der Ihre Accountmanager, wie Firma wir. ist ein Finanzdienstleister. Ja. Richtig? Okay, wo sind Sie denn Ja, als ganz frisch. Finanzdienstleister reguliert? Bei FCA, Bei der vielleicht sagt Ihnen FCA. etwas FCA. Ja, das sagt mir was. Dann geben Sie mir doch Okay. bitte die Registrierungsnummer bei der FCA. Ich kann Ihnen das geben, schicke ich Ihnen auch per Nee, E-Mail das das können Sie mir alles. einfach sagen. Das können Sie mir einfach Also sagen. das braucht einen ganzen Link. Es ist Nee, zwei Meter das Link. braucht Wie keine kann ich Blö Ihnen das weiterleiten? Nein, das braucht keine ganze Link, das braucht exakt sechs Zahlen. Ja, Sechs und das Zahlen, kein Link. sechs Zahlen. Okay, dann geben Sie mir mal Okay. die sechs Zahlen. Gehen Sie bei EFSA. Ja, geben Sie mir die, sagen Sie mir mal die Zahlen. Okay, gehen Sie einfach bei EFSA. Ja, ich warte auf die Zahlen jetzt. Okay, warte, ich muss auch das finden. Ja. Super. Hallo, ist Ihr Telefon kaputt? Hallo. Ach herrje, da hat der gute Julian im Rahmen seiner eingeschränkten Möglichkeiten sich stets bemüht, mir alles zu erklären. Und just als es um die Regulierung geht, hat er ganz aus Versehen aufgelegt. Was für ein Pech für diesen höchst seriösen Berater, denn ich hätte ganz bestimmt dort investiert. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Video, euer Callcenter-Crasher.